Herzlich willkommen zum European Circle Report. Am Sonntag vor zwei Wochen fand in Frankreich die erste Runde der Präsidentenwahl statt. Aus dieser ging François Hollande als Sieger hervor. Der amtierende Präsident Nicolas Sarkozy liegt nur knapp hinter dem Sozialisten. Für eine Überraschung sorgte das hohe Ergebnis der rechtsextremen Partei Front National. François Hollande, der Kandidat der Parti Socialiste, erzielte mit 28,63% der abgegebenen Stimmen das beste Ergebnis. Nicolas Sarkozy, Kandidat der UMP und amtierender Präsident, landete mit 27,18% der abgegebenen Stimmen auf dem zweiten Platz. Die rechtsextreme Partei Front National rund um Spitzenkandidatin Marine Le Pen erzielte mit 17,9% das drittbeste Ergebnis. Die Linksfront, Parti de Gauche mit dem Vorsitzenden Jean-Luc Mélenchon, erzielte 11,11% der abgegebenen Stimmen. Die liberale Mouvement Démocrate rund um François Bayrou erreichte 9,13% der Stimmen. Am 6. Mai ziehen die beiden Spitzenkandidaten Hollande und Sarkozy in die Stichwahl. Entscheidend für das Ergebnis der Wahl am Sonntag ist die Stimmaufteilung der Wähler der dritt-, viert- und fünftplatzierten Parteien. 52% der Le Pen-Wähler kündigten bereits an, für den konservativen Amtsinhaber Sarkozy stimmen zu wollen. Sarkozy bemüht sich, die Wähler der rechtsextremen Partei für sich zu gewinnen. Inhaltlich nähert er sich ihnen an, indem er eine Verschärfung der Grenzkontrollen und eine Beschränkung der Zuwanderung fordert. Le Pen will frühestens am 1. Mai eine Wahlempfehlung abgeben. Anders als Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende der Linksfront Parti de Gauche, forderte seine Wähler bereits auf, für Hollande zu stimmen. Aktuellen Zahlen zufolge haben das auch 91% seiner Wähler vor. Gemeinsam haben die rechtsextreme Partei Front National und die Linksfront Parti de Gauche rund ein Drittel der abgegebenen Stimmen erzielt. Der sozialistische Kandidat Hollande versteht das Ergebnis als Konsequenz der Regierung Sarkozys. Nie zuvor hat die Front National ein derartiges Niveau bei einer Präsidentschaftswahl erreicht. Das ist ein neues Signal, das in der Republik ein Aufbegehren nötig macht. Das zukünftige Staatsoberhaupt der zweitstärksten Ökonomie Europas wird sich in seiner Amtszeit vor allem den aktuellen Problemen des Landes stellen müssen. Insbesondere einer milden Rezession, zahlreicher struktureller Probleme sowie einer Arbeitslosenquote, die sich nur knapp unter 10% eingependelt hat. Kritiker befürchten, dass dem Sozialisten Hollande hierzu die nötige Regierungserfahrung fehle. Der mögliche Machtwechsel in Frankreich hat bereits viele Anleger verunsichert. Sie befürchten, dass mit dem Sieg des Sozialisten Europa seinen strikten Sparkurs verlassen könnte. Eine Woche vor den Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen in Serbien drohen der Region neue Gewaltausbrüche. Die Einsatzkräfte der NATO bereiten sich auf eine Eskalation der Lage vor. Eine 550 Mann starke Eingreiftruppe aus deutschen und österreichischen Verbänden soll die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen. 2008 proklamierte das Kosovo die Unabhängigkeit von Serbien. Heute ist das Land von fast 90 Staaten völkerrechtlich anerkannt. Serbien hingegen lehnt die Unabhängigkeit der Region noch immer ab und will seine frühere Provinz zurück. Im Hinblick auf die Wahlen in Serbien gibt es seit Monaten Streit zwischen Belgrad und Pristina. Die rund 120.000 im Norden des Kosovo lebenden Serben erkennen die Regierung in Pristina noch immer nicht an. In den bevorstehenden Wahlen sehen sie eine weitere Möglichkeit, ihre Selbstständigkeit und ihre Verbindung zum serbischen Mutterland zu demonstrieren. Durch das Vorhaben Belgrads, Wahllokale in von Serben bewohnten Gemeinden im Kosovo eröffnen zu wollen, wurde der Konflikt weiter angeheizt. Von diesem Plan ist die serbische Regierung jedoch bereits wieder abgerückt. Das sich im Kosovo befindende Einsatzführungskommando der NATO warnt trotzdem vor einer Eskalation. Es bestehe ein erhebliches Konfliktpotenzial für die gesamte Region. Zur Unterstützung der Truppen in Kosovo hat das Kommando vor Ort die mobile Eingreifgruppe der NATO angefordert. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.